Herzlich willkommen zu einem Video. Ihr seht jetzt hier gerade meine Audiospur über mein Headset. Das habe ich jetzt gerade auf. Ich halte es jetzt einfach mal in die Kamera. Das Ganze soll nämlich heute die Setup-Tour werden. Ich habe jetzt einfach mein Handy in der Hand. Oh, das ist so unprofessionell. Also ich hasse unprofessionelle Videos, aber ich habe keine Kamera, die so gut ist. Na, wie ihr seht, im Hintergrund läuft gerade einfach unser Plugin. Ich fokussiere mal ein bisschen ran. So. Ah, komm. Seht ihr gerade unser Tutorial von gestern. Oh ne, von heute. Wahrscheinlich von heute. Was ich gerade aufgenommen habe. Ihr seht hier schon, das ist nicht nur ein Bildschirm, das sind sage und schreibe vier Bildschirme. Und ich ziehe ein bisschen weg. Ich weiß nicht. Ja. Eine kurze Setup-Tour. Ihr seht jetzt, wie das plötzlich hell. Hallo. Ja, ihr seht hier so ein bisschen mein. Ja, Desktop-PC, ich möchte da einfach so ein bisschen mal heute drauf eingehen. Das ist nämlich mein Setup und ich wollte jetzt zum 100 Abonnenten-Special die Setup-Tour machen. Und deswegen werde ich heute ein bisschen das Setup vorstellen. Ja, fangen wir an. Wir haben hier vorne die Logitech G510. Mittlerweile ersetzt durch die G510S. Ich weiß nicht, ob man es ansehen kann. Ah, okay. Ah, da sieht man es. Mit einem schönen Display. In letzter Zeit muss ich jetzt nicht so aktiv, ist aber ganz schön. Man hat hier die programmierbaren Tasten, man kann theoretisch hier Makros drauf formieren. Dann kann man ganz schnell auch Sachen Sachen machen. Das Ganze läuft über drei Profile, die aktuell aber nicht aktiviert sind, weil ich meinen Game Profile Manager nicht auf dem Rechner drauf habe. Ja, hier vorne seht ihr meinen Anschluss an in diesem Fall meine Soundanlage, die liegt hier hinten. Ich gehe mal unter den PC runter, da unten seht ihr den Subwoofer davon und hier vorne, hier drunter, das ist, ah doch, da kennt man's, da ist die eine Box und hier vorne ist die andere Box. Ja, genau, da läuft das Ganze dann halt hin. Dazu habe ich dann in diesem Fall, das sieht man meine Finger, in diesem Fall hier meine Logitech, meine Shakun Fireglider. An sich müsste hier vorne, genau hier steht glaube ich Rush drauf. Ich lege das einmal hin, damit ich einmal fokussieren kann. Da schon richtig abgenutzt. Die ist nämlich jetzt, glaube ich, 3 Jahre alt. Erweist aber treue Dienste, ist für CSGO und allen möglichen Kram zu haben. Ja, dazu ein CSGO-Mauspad, wer es haben muss. Ja, dann seht ihr hier in diesem Fall drei Hauptbildschirme. Bei alle drei sind 24 Zoll, das heißt, in diesem Fall vor mir stehen gerade sage und schreibe 72 Zoll Monitore plus nochmal 17 Zoll an der Seite, heißt 99 89 Zoll. Ja. Was genau bringen mir diese 89 Zoll? An sich rein gar nichts. naja, sie bringen schon einen Vorteil. Ihr seht jetzt hier gerade bei der Aufnahme, wenn ich aufnehme, habt ihr hier diesen mittleren Bildschirm, den seht ihr immer. Hier an der Seite sehe ich immer live, was ich gerade aufnehme. Und hier auf der Seite sehe ich gerade Outer City und auch die entsprechende Zeit. Das heißt, ihr seht jetzt, wir sind ungefähr bei 3 Minuten 12 und davor sind noch ungefähr ein paar Sachen, die ich mal wegschneide für den Cut, damit ich das mit synchron habe. Ja, das Ganze sind Acer-Monitore. Das sind solche Monitore, die ich für 120 Euro, also die einfachsten, mit 2 Millisekunden. Mittlerweile gibt es die mit 1 Millisekunde. Eigentlich schade, dass ich die nicht habe, aber der Unterschied, ob es 2 oder 1 Millisekunde ist, ist so mini, dass es sich nicht lohnt, das zu machen. Naja, wollen wir mal weitergehen. Ja, hier haben wir diesen kleinen Monitor. Der ist in diesem Fall nicht von Acer, der ist von ASO. Die Marke ist immer noch aktiv, macht aber sehr professionelle Monitore. Das ist aber ein älterer, der hat auch nicht wie diese hier eine Full-HD-Auflösung, sondern nur eine HD-Auflösung, wenn ich mich richtig erinnere. Wer es einfach nachsehen will, ich weiß nicht, da sieht man es, Flexscreen M1700 für die Leute, die es nachsehen wollen. Ja, hier seht ihr an sich mein Mikrofon, das T-Bone SC440 USB mit dem Galgenarm. Ich demonstriere aber auch einmal, warum ich das zurzeit nicht nutze. Aktuell, jetzt steht es nämlich hier gerade unter dem Subwoofer drunter, ich ziehe es einmal ein bisschen hervor und ihr seht, es kippt. So, und das Ganze zu verhindern kommt morgen hoffentlich, jetzt muss ich das Ganze hier wieder drunter schieben, so, kommt morgen hoffentlich meine Bestellung von Amazon an, mit einem neuen, ja, wie soll ich sagen, neuen Galgen. Der kommt dann hier vorne an die Tischecke, vielleicht mache ich da nochmal ein Setup-Video zu. Naja, dann wollen wir aber weitergehen, ihr habt es vielleicht schon gesehen im Hintergrund, hier liegen noch ein paar Sachen, da hinten meine Smartwatch, die ich jetzt aktuell nicht umhabe. Weil die beim Programmieren meistens ein bisschen störend ist, aber ansonsten habe ich die gerne an. Hier haben wir mein kleines Netbook, auch zum Schnitt geeignet. Ist jetzt gerade aber halt aus und lädt hier hinten über das Kabel. Ja, hier unten kommen wir dann zu einem PC. Das ist an sich nur ein LAN-PC für Freunde, wenn die mal da sind.
die ich aus irgendwelchen Resten zusammengeschustert habe. Ja, dann wollen wir weitergehen. Jetzt geht es nämlich an die spannende Sache hier hin. Die Kabellage hier beginnt eigentlich das ganze, der ganze Kram. Und um einmal zu demonstrieren, wie fett das Ganze mit der Kabellage wird, da vorne seht ihr es. Das ist extremst. So, und jetzt wollen wir an sich zum Herzstück der ganzen Anlage kommen. Ich habe jetzt hier mein Kabel zwischen mir hängen von dem ja, Headset. Ihr seht es auch hier unten, so eine LED-Beleuchtung. Was ich nämlich zeigen möchte, ist hier dieser PC. Ihr seht es vom Seitenfenster her. Alle vier Rahmenriegel sind bestückt. Jeweils 4 GB DDR3 Arbeitsspeicher. Ich weiß nicht, das ist irgendeine No-Name-Marke. Dann haben wir hier vorne ein, in diesem Fall Lüfter auf dem FX8350 von AMD. Da drauf liegt nämlich aktuell der Lüfter von Be Quiet. Das ist so ein ganz relativ flacher. Ich demonstriere es einmal. Ihr seht das, glaube ich, relativ gut. Der ist recht flach. Warum ist er so flach? Anders hätte es nicht hingepasst. Nämlich guckt, die überlappen sich schon. Da hinten seht ihr nämlich einen Shakun-Lüfter. Das ist ein anderer, der gehört an sich nicht zum Gehäuse dazu. Ich habe ihn extra nachbestellt, damit es ein bisschen leiser wird. Wobei das an sich keinen Unterschied macht. Ja, dann haben wir hier unten, haben wir dann die Grafikkarte. Das ist auch eine etwas ältere Grafikkarte. Also mein PC ist nicht der jüngste. Hier eine GTX 770. Von Zotac, leicht übertaktet. Ja, sie erweist ihre Dienste. Passt aber nicht so ganz zum Design. Ihr seht es, sie ist orange. Aber man sieht es nicht. Aus dieser, also aus dem Sichtwinkel, wie ich sitze, sieht man es so. Es ist ein bisschen verfälscht, aber so ein Grünton ist das ungefähr. Ja, genau. Dann seht ihr unten drin das Thermaltake. Ich glaube, es ist 650 Watt Netzteil. Ganz genau weiß ich es jetzt hier auch nicht. Ja, und vorne drin in diesen Festplattenkäfigen hängen dann meine ganzen Festplatten. Um genau zu sein, sind das zwei Samsung SSDs A120 GB und eine 1 TB HDD. Habe ich jetzt noch etwas vergessen? Jetzt muss ich mal eben kurz nachdenken. Ne, ich glaube nicht. Prozessor habe ich gesagt, FX8350, Grafikkarte GTX 770, 16 GB DDR3 Rahmen. Ja, und das sind so die Fakten mit der 120 GB, also den 220 GB SSDs und dann noch der 1 TB HDD. Ja, und das Ganze habe ich an sich, ja, also an sich ist der PC fertig gewesen, wie ich ihn damals, also ich habe ihn damals fertig bestellt bei One.de, habe aber sehr viel daran rumgerüstet, um genau zu sein, der kam mit einem FX 6300, der ist schon nicht mehr drin, dem 16 GB Arbeitsspeicher, die sind tatsächlich von One.de noch, das Mainboard auch, ach ja, genau, das Mainboard, GA78LMT USB 3, das ist das Mainboard, auch schon ein bisschen älter, nur SATA 2 Unterstützung. Aber naja, es reicht aus. Vor allen Dingen, bald kommt ARM4 und Zen und da wird man bestimmt upgraden. Ja, die Grafikkarte, damals eine GT 630, mittlerweile auch ausgetauscht durch die GTX 770, die jetzt aber auch schon seit 2, 3 Jahren in den PC drin hängt. Ihr könnt euch also ausmalen, wie alt der ist. Ich glaube, der ist jetzt schon 4 Jahre alt. Der wird immer wieder nachgerüstet. Das Gehäuse ist auch nicht mehr original. Irgendwann hatte ich Probleme, hatte das Gehäuse da hinten genutzt. Das war das Originalgehäuse. Hatte aber Probleme mit der Grafikkarte, die mir einfach abgegangen ist, mitten im Spielen. Das lag einfach daran, dass sie zu heiß geworden ist. Mit der Zeit lässt er die Kühlleistung halt nach. Wie schon gesagt, die Grafikkarte ist 3 Jahre alt. Die Kühlleistung hatte dann nachgelassen. Und kurzerhand flog ich dann mit einem Blackscreen raus. Und um das Ganze zu verhindern, habe ich ein Gehäuse jetzt genommen, was ein bisschen bessere Lüftung hat. Das ist jetzt hier das Shogakun-Gehäuse. Ihr seht das von hinten auch nochmal hier so. Da seht ihr auch die ganzen Kabelstränge, was da alles hochgeht. Also das ist schon echt heavy. Ja, und dann habe ich das Ganze umgebaut und jetzt hängt das in so einem Gehäuse drin. Ich weiß nicht, wenn ich den ARM4 mache, kann ich vielleicht so mal ein Tutorial, so ein Einbauvideo machen. Ja, also eigentlich halten wir so fest in meinem Zimmer liegen, deswegen auch so ganz viele Sachen noch von den ganzen Umbaugeschichten. Ich habe so gefühlt, manchmal sage ich so scherzhaft, ich habe noch so einen halben PC in diesem Zimmer liegen. Ich habe nämlich noch immer noch einen alten, ganz alten Prozessor jetzt von meinem Bruder drin liegen, der hat nämlich jetzt meinen alten übernommen. Und jetzt habe ich da von dem einen rumliegen und ja, so kommt es dann, dass man so viel Schwachsinn hier hat. Ja, und das ist in diesem Fall jetzt der ganze Aufbau. Ich weiß nicht, ich kann das einfach mal vorsichtig aufmachen hier. So ein Live-Commentary, das ist was ganz Besonderes. Ich glaube, die meisten Leute machen das nicht. Und ich merke jetzt schon, dass es total warm wird, werden wird, wenn ich das aufmache. Jetzt kommt auch der Witz an der ganzen Geschichte. Jetzt wird es auch hell plötzlich. So. So, es werde Licht, sag ich mal so. Ihr seht hier unten, ich versuche das mal ein bisschen zu regulieren. Das sind zwei LED-Streifen. Wenn ihr genau guckt, da seht ihr das Kabel lang. Ich hoffe, ich blende euch jetzt nicht mit diesem Licht. Ich nutze jetzt einfach mal das Licht, um hier ein bisschen den PC selbst anzuleuchten. Oder wir machen es anders. Wir tricksen ein bisschen. Wir packen das Ganze so auf den Fußboden
und machen tatsächlich unsere Kamera an. Jetzt genau, jetzt seht ihr auch das einmal in der richtigen Farbe. Das ist nämlich jetzt mit einer LED von meinem P9 Lite. Jetzt könnt ihr das Ganze auch einmal so sehen. Also gerade eben sah es sehr grünlich aus, jetzt seht ihr die richtigen Farben. Wir haben hier ein blaues Mainboard, wie schon gesagt, und dahin sind die einzelnen Lüfter. Und hier kann man jetzt auch ganz schön sehen, die zwei SSDs. Hier oben haben wir zwei Laufwerke, wovon ich nur eins angeschlossen habe, weil als ich das dann das zweite eingebaut habe, fiel mir auf, das hat ja noch alte Anschlüsse. Aber da kommt wahrscheinlich nochmal demnächst nochmal ein anderes hin. Und hier unten seht ihr dann meine 1 TB HDD und hier unten den restlichen Kabelsalat. Ja, wenn ihr sagt, ja, das Kabelmanagement, das ist ja so grausig, ja, kann ich euch unterstützen. Das Kabelmanagement ist grausig, aber ich bin Developer und kein IT-Fachmensch. Na gut, ich weiß schon, wie man die Dinger zusammenbaut, aber ich bin halt einfach nicht der Schönheitstyp, der einfach alles so super schön haben will. Ich will, dass es funktioniert und von daher ist mir das Kabelmanagement, solange es von vorne aussieht, und das tut es ja, der Rest liegt ja hier alles in diesen ganzen Seitensachen drin, die man hier unten ja nicht sehen kann. Von daher kann ich eigentlich sagen, dass es mir da in diesem Fall egal ist. Ja, und das ist in diesem Fall jetzt so mein Setup-Video. Ich glaube, ich habe jetzt schon hier 11 Minuten 20 ungefähr gelabert. Ihr seht halt einfach, wie groß das Teil ist, ne? Hier seht ihr es so nochmal, das ist das Thermal Take Berlin, 630 Watt. Ich dachte, das wären 650. Ich spare sogar 20 Watt ein, von dem, wovon ich ausgegangen bin. Ja, das Ganze wird aber wahrscheinlich demnächst sich nochmal ändern, weil ich am überlegen bin, ob ich auf AM4 umsteige. Wir müssen hier bedenken, dieser Prozessor, der hier drunter läuft, zieht 125 Watt, was schon heavy ist, und hat dabei nur 8 Kerne, wovon, wenn man nach Intel-Rechnung geht, das so nur 4 wären. Des Weiteren haben wir hier in diesem Fall einen Prozessor, der 5 Jahre alt ist. Es werden viele fragen, ja, warum hast du denn keinen Intel-Prozessor geholt? Ganz einfacher Grund. Ich bin doch ein bisschen AMD-Fan. AMD ist da sehr angenehm. Der Vorteil, den ich an AMD auch sehe, ist, dass AMD einfach preis-leistungstechnisch deutlich mehr bietet als Intel. Des Weiteren ist Intel einfach nicht upgradefähig. Bei AMD kann ich halt auch mal eben sagen, ja, ich mache jetzt neuen Prozessor rein und das geht auch noch in einer Serie. Bei Intel habe ich das nie so richtig das Gefühl gehabt, dass ich das upgraden kann, beziehungsweise es gibt so viele CPUs, die dann wieder einen anderen Sockel haben und das ist, finde ich, so kritisch immer mit dem Umbauen. Dann mache ich das lieber selbst. Bei den AMD-Prozessoren habe ich bis jetzt nie Probleme gehabt. Wie schon gesagt, ich habe hier einen neuen Prozessor drin. Hier früher waren 6300er drin. Das war auch mein Hauptziel. Ich habe einen günstigen Prozessor reingehauen, wollte später auch upgraden. So war auch mein Plan, als ich es damals gekauft habe. Ja, und mittlerweile, ich habe jetzt letztens mal einfach geguckt aus Jux und Dollerei, wie viel ist der PC ungefähr wert. Ich habe damals 500 € bezahlt. Mit Upgrades bin ich jetzt bei ungefähr 800 € aktueller Marktpreis, wenn man alle Sachen neu kaufen würde. Das heißt, Gebrauch wahrscheinlich deutlich geringer. Aber es geht ja darum, dass es hier funktioniert und nicht, wie viel das Teil wert ist. Und wie ihr seht, die Tutorials laufen einmal frei. Rendern brauche ich hier in diesem Fall für ein Video von 10 Minuten auf 1080p HD 60 FPS mit Premiere Pro sage und schreibe 15 Minuten. Und ich denke, da kann man nicht mosern. Und ja, das ist also fast schon Live-Rendering. Ja, dann würde ich nämlich sagen, das war's dann für heute von diesem, ja, nicht Tutorial, sondern von meiner Setup-Tour. Aber jetzt habt ihr ein bisschen gesehen, wie das Ganze bei mir aufgebaut ist. Und ich wünsche euch dann weiterhin viel Spaß beim Videoschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.